Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man mit der Windows 8 App NovaMind in sehr bequemer Art und Weise Mindmaps erzeugen kann. Wie immer bei den Mindmaps beginnt man in der Mitte. In der Mitte heißt hier bei Start hier und hier werden wir unseren Hauptbegriff einfügen. Ich möchte dir jetzt anhand des Themas Oberösterreich zeigen, wie man so eine Mindmap hier mit diesem Programm erzeugt. Kurz vorher vielleicht zum Hinweis mit diesen Windows 8 Apps. Mit der rechten Maustaste kann ich hier zusätzliche Möglichkeiten, zusätzliche Optionen zu diesem Programm einblenden. Dasselbe erreiche ich auch, wenn ich mit dem Finger von oben auf einem Tablet herunterwische. Dann erreiche ich hier die Einstellungsmöglichkeiten. Wenn ich hier einen Doppelklick mache, kann ich hier dann den Zentralbegriff bearbeiten, bei dem diese Mindmap immer startet. Und ich schreibe jetzt hier hinein, Oberösterreich. Es gibt jetzt hier mehrere Möglichkeiten, weitere Begriffe an diese Mindmap anzufügen, sprich mehrere Begriffe hier hinzuzufügen. Ich könnte jetzt hierher gehen, mit der Maus herunterziehen und ich kann schon einen weiteren Begriff einfügen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel den Fluss Grauen einfügen. Ich wähle wieder den Hauptbegriff ein, damit das Programm weiß, wo ich den weiteren Knoten einfügen möchte. Ich nehme jetzt hier einen weiteren Fluss an, drücke Enter. Nehme dann wieder den Zentralbegriff, füge jetzt hier 1 zum Beispiel ein. Zweiten Begriff füge ich ein, weil ich ja weiß, dass Oberösterreich ein Teil Österreichs ist. Österreich fällt mir hier ein. Drücke wieder Enter. Möchte einen weiteren Begriff einfügen, möchte das jetzt aber nicht hier mit der Maus machen, sondern hier oben über dieses Menü. Und hier habe ich wieder weitere Möglichkeiten. Ich kann hier klicken oder tippen und habe hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Je weiter ich hier klicke, umso mehr Möglichkeiten sehe ich. Und hier suche ich jetzt weiter, bis ich einen Bereich finde, wo ich eine weitere Begriffe einfügen kann. Hier bei Insert verwende ich dann Child. Und Child bedeutet, dass hier ein weiterer Begriff für mich in der Mitte sieht, dann eingefügt werden kann. Ein Kinderknoten, ein Unterknoten. Und hier füge ich dann ein, zum Beispiel Oberdachstein, wie du vielleicht weißt, ist das der höchste Berg Oberösterreichs. Dann fehlen vielleicht auch noch ein paar Städte. Ich wähle wieder den Zentralbegriff aus, gehe auf Child, füge hier dann Wels ein, im Herzen Oberösterreichs und darf natürlich auch nicht die Landeshauptstadt fehlen. Das mache ich jetzt wieder hier in dieser Art und Weise und habe jetzt hier diese Begriffe eingefügt. Als nächstes wollen wir natürlich unserer Mindmap einen gewissen Sinn geben und der Sinn einer Mindmap besteht, dass ich Begriffe in eine bestimmte Ordnung bringe. Dass ich also schaue, dass in der Nähe des Zentralbegriffs die wichtigeren Begriffe stehen, die allgemeineren Begriffe stehen und wie weit man sich dann entfernt, die genaueren. Nun, was heißt das? Ich schaue mir zum Beispiel an, diese Mindmap an und erkenne, dass ich hier Einzelins und Wels habe und könnte diese dann zusammenfassen unter dem Begriff Stadt oder Städte. Ich habe jetzt hier Städte hinein. Enter. Ich habe jetzt hier Städte und weiß jetzt natürlich, dass ich hier Linz, Wels und Steyr zuordnen möchte. Und das geht jetzt mit NovaMind so. Ich wähle hier diesen Knoten aus und habe jetzt hier zwei Symbole und nehme mir hier dieses obere Symbol mit diesem Pfeil. Drücke mit der linken Maustaste drauf oder mache das dementsprechend dann mit dem Finger. Lasse ihn gedrückt, fahre dann hierher und lasse dann am Rand einer dieses Knotenstädte dann los. Ich mache das jetzt hier wiederum mit Linz, wähle hier Linz aus, wähle hier diesen Bereich wieder zum Verschieben aus, lasse ihn gedrückt mit der linken Maustaste und ziehe das Ganze dann auf Städte, bis es dann dementsprechend passt. Ich mache das jetzt hier wiederum, indem ich dann weiterschaue, welche weiteren Begriffe ich vielleicht einfügen könnte. Ich habe jetzt hier gesehen Hoher Dachstein, und zum Hohen Dachstein zum Beispiel, den könnte ich dann zum Beispiel unter Berge einfügen. Also ich füge hier einen weiteren Begriff ein. Ich könnte das dann hier oben zum Beispiel machen, gehe auf Berge, drücke Enter, habe jetzt hier gemerkt, dass ich hier etwas falsch eingefügt habe. Ich habe hier aus Versehen einen Begriff eingefügt, kann es dann hier zum Beispiel auch rückgängig machen, indem ich hier dann schaue, gehe hierher, schaue weiter und sehe dann hier Redo, Undo, wähle mir hier Undo aus. Und merke schon, dass der letzte Schritt dann wieder rückgängig gemacht wurde.
habe jetzt hier nur diesen Bereich, gehe dann wieder da hinein mit einem Doppelklick in diesem Fall, wähle hier Berge aus und kann dann hier den Hohen Dachstein auswählen. Ich habe hier einmal einen Doppelklick gemacht und dann sieht man auch, dass sich hier das Symbol sich verändert. Ich könnte jetzt hier diesen Text dann zum Beispiel bearbeiten. Oder ich könnte jetzt hier die Maus auswählen und könnte hier diesen Bereich, diesen Knoten dann auch dann vergrößern. Gut, ich möchte es aber jetzt hier nicht nur vergrößern, sondern möchte auch dann verschieben. Gehe wieder hier zu den, gehe dann daneben hin, löse es dann noch einmal aus. Habe dann hier dieses Symbol, klicke drauf, lasse es gedrückt und ziehe jetzt so lang, bis ich dann entsprechend am Ende dann hier bei Berge einfügen kann. Also man fährt immer hier am Ende dieses Knoten hin. Dann habe ich hier Österreich, Oberösterreich, Österreich. Und hier könnte ich zum Beispiel sagen, dass Oberösterreich ein Bundesland Österreichs ist. Das heißt, ich führe hier wieder einen Unterknoten ein. Habe hier das falsche Beispiel gewählt. Schreibe jetzt hier trocken schon mal Bundesland hin. Ist ja keine Schwierigkeit. Drücke Enter und verschiebe dann praktisch hier wieder dieses Bundesland auf Österreich. Und habe das hier dann ganz geschickt dann eingefügt. Ja, bei den Städten fällt mir dann vielleicht noch ein, dass Linz ja auch die Landeshauptstadt ist. Füge dann wieder einen weiteren Unterknoten ein. Ich könnte das hier in geschickter Art und Weise machen, bis ich bei Insert gelandet bin. Klicke dann hier auf Child und ich kann hier einfügen Landeshauptstadt. Dann fällt mir auf, dass diese Traun, Donau, Enz hier noch ganz einsam versammelt sind. Gehe jetzt hierher, füge wieder einen Unterknoten ein und schreibe jetzt hier in Flüsse. Drücke daneben hin zum Beispiel auch und versuche jetzt hier, indem ich aufs richtige Symbol klicke, dann die Flüsse dann hier 1 in dem Fall zuzuordnen. Ich habe jetzt hier die 1, probiere jetzt mein Glück, indem ich hierher drücke. Dann noch einmal, indem ich es ebenfalls den Flüssen zuordne, aber also hier schon Flüsse, Ton 1. Und könnte jetzt hier dann ebenfalls diesen weiteren Verschiebung machen und habe das dann hier recht schön angeordnet. Dann sieht man schon, dass das jetzt hier alles hier auf der rechten Seite angeordnet ist. Ich werde das jetzt anders anordnen, indem ich hier dieses Symbol diesmal nehme, diese vier Pfeile, die in alle vier Richtungen gehen. Schieben wir das da herüben hin und kann damit dann diese Mindmap dann so anordnen, dass sie eben auch schön verteilt ist. Man sieht schon, Novamind bewährt sich da. Für eine kostenlose App bietet Novamind doch einiges. Ich kann mir diese Begriffe sehr schön sammeln. Es gibt noch mehrere andere Möglichkeiten, auf die ich hinweisen möchte. Wenn ich jetzt hier die rechte Maustaste drücke oder von unten heraufwische, habe ich hier nochmal die Übersicht über all diese Befehle, die ich da ja verwenden kann. Und hier gibt es zum Beispiel noch bei der kostenlosen Version die Möglichkeit, ein bestimmtes Thema zu wählen. Thema heißt in diesem Fall Theme. Das heißt, das Aussehen kann ich verändern. Wenn ich jetzt ein Stück Countryside nehme, verändert sich dann das Aussehen der Mindmap und wird je nach Geschmack vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Dieses Thema, ja, für mich jetzt einmal, meine ich, dass diese Mindmap soweit ganz gut passt. Und versuche sie jetzt natürlich dann zu speichern bzw. zu exportieren. Mach wieder rechte Maustaste oder wische von oben herab. Falsche runterwische, verschiebt sich dann auch die Zeichenfläche. Und da kann ich dann eigentlich recht schön hier dann Import-Export machen, exportieren und importieren. Ich kann es exportieren als BMG-Grafik, das heißt als Grafikdatei kann ich es exportieren. Und wenn ich jetzt das hier auswähle, wähle ich dann hier unten im Prinzip dann den Dateinamen aus, lege ich dementsprechend fest und im oberen Bereich wähle ich dann die wähle ich dann das Verzeichnis dann aus. Man sieht, ich habe schon was gespeichert. Diese PNG-Dateien sind normale Grafikdateien, die man auch in anderen Programmen weiter verarbeiten kann. Ich will jetzt hier zum Beispiel, schreibe ich in mindmap.oe, klicke auf Speichern und die Datei wird dann exportiert als PNG-Grafik. Weitere Möglichkeit besteht ebenfalls, hier etwas zu exportieren. Das ist sehr praktisch. Ich kann nämlich drauf, ich kann hier nämlich die Grafik als .nm5 exportieren und nm5 ist nichts anderes als die Arbeitsdatei, das heißt, wenn ich sie speichere,
kann ich diese Mindmap speichern nur bei meinem eigenen Format und kann dann, wenn ich sie mir dann gut aufbewahre, kann ich sie mir dann auch dementsprechend dann das nächste Mal dann wieder in das Programm laden über Import und kann dann an meiner Mindmap weiterarbeiten. Ganz gute Möglichkeiten. Schlägt mir hier dann schon einen Begriff vor. Oberösterreich. Ende einfach den Dateinamen, den ich mir vorgeschlagen habe, klicke auf Speichern. Die Datei wird dann exportiert. In diesem Format hier bekomme ich eine kurze Werbeeinblendung. Das Programm ist ja kostenlos, da kann man sich diesen Hinweis auf die PC-Version, die Desktop-Version dann auch durchgefallen lassen. Zum Schluss möchte ich nicht noch darauf hinweisen, dass man diese Mindmaps auch sehr gut vergrößern und verkleinern kann mit Zoomen, indem man mit den Fingern die entsprechenden Zoom-Bewegungen zum Beispiel macht oder auf einem Touchpad das vergrößert und verkleinert, und man kann sehr einfach mit gedrückter Maustaste diese Mindmap dann hin und her bewegen. Kurz und gut, ich kann dir empfehlen, mit Novamind zu arbeiten. Ich hoffe, dir mit meinen Einführungen geholfen zu haben, dass du dich in dieser Map noch leichter zurechtfindest. Bis zum nächsten Mal.